Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Janik, wenn es am Ende 0-2 steht, dann hat man verdient verloren, oder? Ja, wenn man Fußball ist ein Ergebnissport. Wir haben das Spiel gestern leider verloren. Ich denke, so der Knackpunkt war das 1-0. Danach haben wir versucht aufzumachen, haben es nochmal versucht mit 10 Mann. Alles rausgehauen, haben alles gegeben, aber ja, es sollte einfach gestern nicht sein. Und so ist die Niederlage sehr, sehr bitter. Ja, ist sehr bitter. Es fühlt sich auch jetzt noch, einen Tag später, echt, ja, sehr schlecht an. Ich glaube, wir haben schon viel investiert, waren dann am Ende nicht zwingend genug und Hannover macht die Tore dann auch eiskalt und haben es am Ende dann auch gut runtergespielt. Sehr bitter. Hannover kam gestern als angeschlagener Boxer nach Dresden, hatte das Spiel davor 0-4 verloren zu Hause. Der Trainerstuhl wackelte ein bisschen. Trotzdem konntet ihr daraus Genutzen ziehen und irgendwie Hannover nicht den Streit abkaufen und irgendwie was Zählbares ummünzen. Woran lag das? Ja, wir wussten, dass es ein wichtiges Spiel ist, aber auch für uns war es ein sehr wichtiges Spiel. Wir wollten natürlich auch unbedingt gewinnen nach dem Spiel letzte Woche. Hannover hat trotzdem sehr viel Qualität, trotz dessen, und die haben sie leider gestern gezeigt und wir haben es nicht geschafft, den Nutzen auszuziehen. Ich denke, ja, wir haben es über weite Teile, haben es gut gemacht von hinten raus. Wir gehen ein sehr hohes Risiko ein, aber überspielen oft die 4-5 Hannoveraner, die angelaufen sind, aber schaffen es dann nicht aus den Räumen, die wir uns erarbeiten, so zwingende Torchancen zu arbeiten. Das war ein Manko, ja. Und das zweite Manko war, wie gesagt, das 1-0. Ich weiß nicht, Abstimmungsproblem. Wir rücken raus, einen Tiefenlauf und ja, der ist frei vom Bolo. Das war so das zweite große Manko, was ich jetzt direkt einen Tag nach dem Spiel so ein bisschen für mich ausgewertet habe. Woran lag es, dass ihr nicht so richtig Torgefahr ausstrahlen konntet oder Chancen kreieren konntet? Ja, wir hatten schon ein paar Aktionen, aber dann eher von außerhalb des Strafraums. Wir sind irgendwie nicht zwingend genug in die Box gekommen, hatten da auch nicht so eine gute Besetzung dann. Und dann daraus resultiert dann, dass wir nicht so zwingend sind. Aber generell, das hatte ich auch schon vorher gesagt, müssen wir natürlich auch, können wir nicht 2 Tore im Schnitt kassieren, weil dann wird es natürlich auch schwer zu punkten. Jetzt kommt die Länderspielpause. Kommt die zur richtigen Zeit jetzt? Ja, ich denke, die kommt zur richtigen Zeit, weil für unser Spiel, das wir machen, dass wir viel Ballbesitz haben, dass wir dominant spielen, ist es wichtig, dass wir Selbstvertrauen haben. Und ja, ich glaube, das ist jetzt durch die letzten beiden Niederlagen so ein bisschen gesunken. Und da gilt es jetzt in den nächsten 14 Tagen, dass wir uns da wieder aufrichten, dass wir dann in Fürth, dass wir selbstbewusst auftreten und hoffentlich das Spiel dort gewinnen. Ihr wart nach dem Spiel am Zaun bei den Fans. Kannst du kurz sagen, was da besprochen wurde, was die Fans da euch gesagt haben? Ja, die Fans haben ihren Unmut kundgetan. Ich glaube, sie wussten auch, beziehungsweise für den ganzen Verein ist das ein wichtiges Spiel gewesen, ist klar. Und dass die Fans aus dem Spiel dann auch nicht begeistert sind. Das gehört dann auch dazu, dass man danach zum Zaun geht und sich auch den Unmut der Fans auch mal anhören muss. Kopf hoch, Janis. Bis in 2 Wochen. Alles Gute. Danke dir. Ja,